Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal ein etwas älteres Bootleg-Box-Set, was aber definitiv ziemlich cool ist. Und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir voll rein. Da haben wir das gute Stück, das ist KISS Tokyo 1978 Nippon Budokan Hall. 4 LPs, Red Vinyl Edition, halt im Gene Simmons Style mit 5 Postkarten und ein Gene Simmons Poster. Das Teil gibt es in 2 Versionen, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar einmal als Gene-Variante und dann einmal als Band-Variante. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es alle Bandmitglieder gab in dieser Box-Variante. Ich kenne nur die Band-Variante, die ist in Gelb gehalten, und diese von Gene. Ich habe immer, wenn es ja früher verschiedene Varianten gab, oftmals mir, weil Gene mein Liebling ist, immer die Gene-Version geholt. Und ja, in diesem Falle ist es dann halt hier auch so. Ich habe hier die Gene-Box. Wir gucken uns das Ganze mal an. So sieht es von hinten aus. Da sind halt, ja, ich glaube 2 Konzerte drauf, wenn ich das richtig sehe. Also ich muss gestehen, ich habe in die auch noch nie reingehört. Wie ich es ja oft erwähne, ich sammle diese Boxen. Ich höre diese Bootlegs aber so gut wie nie, weil meistens die Qualität eher spärlich ist und ich auch nicht so der Fan von Live-Recordings bin. Da gibt es wenige Bands, die live wirklich oftmals besser sind als auf der Platte. Da zähle ich zum Beispiel Front 242 dazu. Die bringen live oft coolere Versionen, als sie am Ende wirklich auf der Scheibe drauf sind. Aber bei KISS höre ich dann doch lieber die Plattenversion als die Live-Version, weil da sind sie dann doch leider besser. Es sei denn, es ist eine perfekt abgemischte Alive 1, Alive 2, dann hört sich es natürlich auch live geil an. Aber bei den Bootlegs ist das oft, da hört man die Wahrheit. Also schauen wir einmal rein. Das Ganze hat einen Schuber, den ziehen wir hier einmal ab. Und dann kommt da diese Box zum Vorschein. Und das Ganze schauen wir uns auch nochmal von hinten an. Sieht dann identisch aus wie auf diesem Schuber, der da dran ist. An der Seite hat man da so ein bisschen Bedruckung, überall halt dieser Schriftzug drauf, und wir lüften den Deckel. Von innen ist er ganz normal weiß, so ein bisschen umgeschlagene Kanten, das sieht ganz nett aus. Und da haben wir ein paar Highlights drin. Ich muss jetzt gestehen, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob dieses Buch wirklich dazugehört, weil es kann auch sein, dass ich es irgendwann mal dazugelegt habe, weil es halt so ein Japan-Tourbuch-Nachdruck ist. Aber ich glaube, es gehört dazu. Es steht ja leider nicht vorne drauf. Deswegen bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Wir werden trotzdem in dieses Tourbuch einmal reinschauen und uns das einfach angucken. Wenn es schon drin liegt, gucken wir auch rein. So von vorne, so von hinten. Da das aber hier optisch irgendwie in die Richtung geht, gehe ich mal davon aus, dass es dabei war. Ich habe das schon sehr, sehr lange bei mir rumstehen. Hier ein sehr cooles Bild mit Godzilla, ein paar Live-Shots, hier dann auch nochmal mit traditionell japanischen Damen, ja, hier ein paar japanische, was auch immer, Songtexte, ich werde es nie lösen können. Auch sehr cool finde ich diese Seiten hier. Ja, wenn man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, zum Meet and Greet gehen würde, könnte man das cool unterzeichnen lassen. Sieht, finde ich, sehr, sehr schick aus mit diesen Zeichnungen hier unten. Dann hier nochmal so ein Bild. Viele, viele Live-Bilder, natürlich aus der Zeit. Viel japanische Schrift. Das Bild finde ich auch richtig cool von Gene. Alles in allem aber ein cooles Buch. Ist, glaube ich, ein Nachdruck von einem Original-Tourbuch, bin ich der Meinung. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube, das war damals ein japanisches Tourbuch. Wer da mehr Info hat, schreibt es mir gerne rein. Wir gucken weiter, was uns noch Tolles in dieser Box erwartet. Da haben wir nämlich hier einmal diese Karten. Die kommen in einen so einem Umschlag oder Fotos, wie auch immer man das nennen möchte. Und da haben wir dann auch ein paar Live-Bilder. Einmal Gene. Nochmal Gene, und in diesem Falle, weil es die Gene-Variante ist, natürlich nur Gene. Auch ein paar echt nette Fotos. Das sieht auch richtig cool aus. Und dann sind wir vorne wieder angekommen.
Dann haben wir hier das Poster, was ja vorne beschrieben war. Das ist relativ lang. Man kann das einmal so komplett ausklappen und ich hoffe, ihr könnt das jetzt einigermaßen sehen. So sieht das Ganze dann komplett aus. Auch ein nettes Plakat. Wäre schon cool, wenn es doch alle vier Versionen geben würde. Wenn man da alle Teammitglieder, wollte ich schon sagen, Bandmitglieder hat, wäre das schon echt nice. So, kommen wir zu den Platten. Hier haben wir einen etwas dümmlich grinsenden Peter Criss. Das sieht echt lustig aus, weil so sieht man ihn wirklich selten, dass er so lacht. Cooles Bild. Dann hinten drauf einmal, was drauf ist. Und dann schauen wir uns einmal die Platte an. Die kommt nämlich, sind sehr, sehr dünne Papierhüllen. Ist fast wie so ein dickeres Inner Sleeve. Und dann haben wir hier die Scheiben, die in einem wunderschönen, ja, fast Pink schon eher daherkommen. Also es ist noch rot, aber geht schon fast in Richtung ein bisschen Pink, Touch. Gerade wenn man es Richtung Sonne hält, seht ihr das ja, dann wirkt das sehr, sehr pink. Aber sieht sehr, sehr cool aus. Das Label sehr schön, erinnert so ein bisschen an, ja, Alive 2, steht da ja auch Alive 2. Sehr nett gemacht, die Scheibe, cooles Style. Gut, ich denke mal, wir müssen jetzt nicht in jede Scheibe reinschauen, weil wir werden alle rot sein. Ja, das sind sie. Wir können mal gucken, ob sich eine unterschiedlich von der Farbgebung. Ja, tatsächlich, die ist mehr rot. Die hat nicht so einen rosa Stich. Also die tatsächlich farblich ein bisschen anders. Dann gucken wir uns die anderen auch gleich nochmal an. Papierhüllen sind hier wirklich sehr, sehr dünn. Da muss man sehr aufpassen, auch dass man sich da keinen Seam-Split einfängt oder irgendwas. Schon ein bisschen sehr dünn. Da haben wir dann Jean natürlich. Hinten drauf dann ein Live-Shot. Ich finde das ja super geil. Auch das Bild auf der Live 2 mit den Fontänen, diesen Hebebühnen und dann das Schlagzeug mit diesen Tigern dran. Einfach irgendwie eine der coolsten Bühnen, die Kiss jemals hatte, mit den Treppen hoch und so. Ich fand ehrlich gesagt die Bühne in der jetzt finalen Zeit nicht mehr so cool. Die sah zwar nett aus, aber mit diesen ganzen Bildschirmen und so, ich finde, es hat ein bisschen den Flair verloren am Ende, den ja die anfänglichen Bühnen einfach hatten. Aus 1996 war ja auch noch dieses Lampen-Kiss-Logo hinten an der Wand. Ich finde, das ist einfach Kiss. Nachher nur noch diese Leinwand, die hinten war, war nicht mehr so das, was man, finde ich, von Kiss kennt und liebt. So, hier haben wir nochmal eine rote Scheibe, die ist aber diesmal auch wieder normal rot, so wie die eben schon. Ja, da haben wir dann Ace, auch mit dieser komischen Medaille, die Peter eben schon in der Hand hatte. Jean hatte die, doch, Jean hatte die auch in der Hand. Und ja, hinten drauf wieder ein sehr verschwommenes Live-Bild. Mitten in Action, sieht auch gut aus. Und dann haben wir hier noch Paul, der auch diese Medaille in der Hand hat. Finde ich cool, dass sie da komplett dieses Fotoshooting anscheinend genommen haben, wo auch immer mit sie da ausgezeichnet wurden. Hier haben wir dann Paul und hier noch ein weiteres Live-Bild. Bilder, sei schon. Lieder seht ihr schon, ist so I Stole Your Love, King of the Nighttime World, Ladies Room, Firehouse, Love Gun, Let Me Go, Rock'n'Roll, Make in Love, einer meiner Favoriten. Leider selber nie live gehört, haben sie immer dann gespielt, wenn ich nicht auf den Konzerten war. Christine, 16, Shock Me, Gitarrensolo, I Want You ist auf der Version hier jetzt drauf. Waren natürlich noch mehr Songs dabei. Und wir gucken jetzt hier auch nochmal rein, ob sich das so rot irgendwie unterscheidet oder ob nur die eine so pink war. Die ist auch eher rot. Also witzig, dass die eine so einen Pinkstich hat. Die anderen sind wirklich alle rot. Eine ist so ein bisschen pink gehalten. Was ja dann irgendwie auch wieder ganz cool ist, dass man so einen leichten Unterschied bei einer Scheibe hat. Ja, das war diese Box. Ich hole dir nochmal das Titelbild vom Deckel ins Bild. Sehr cooles Set. Ich ja, bin sehr angetan. Die Frage ist jetzt, inwieweit sich die anderen oder die Box, die ich kenne, mit dem Bandbild drauf unterscheidet innen drin, ob da viele andere Sachen drin gewesen wären. Ich werde es vielleicht irgendwann erfahren, weil es könnte sein, dass ich auch da noch an eine Version rankomme. Ich weiß es nicht genau, ob bei den Sachen, die ich demnächst kaufen werde, vielleicht sogar die Variante von der Box dabei ist. Wäre natürlich cool, wenn es so wäre. Dann hätte ich die auch, aber sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. Deswegen warte ich erstmal ab. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Kommentar würde mich freuen und ein Abo natürlich, wenn ihr weitersehen wollt, was ich im Bereich Kiss und andere Vinylscheiben sammle. Momentan ist es mehr Kiss. Ich habe gerade wenig andere Bands, die ich kaufe, habe mir gerade noch eine Arch Enemy geholt. Arch Enemy demnächst ja mehr, dann im November, da gehe ich zum Konzert und treffe Alissa White Glass. Also ich habe das Meet and Greet gebucht und treffe die Band dann halt da.
Backstage, kann ein Foto machen, mir Sachen unterschreiben lassen, hoffentlich. Und dafür habe ich mir das Debütalbum mit Alissa Whiteglass sozusagen geholt von Arch Enemy. Weil früher war ja noch eine andere Sängerin da. Ich mag Arch Enemy ehrlich gesagt erst seit die neue Sängerin da ist. Die alte Sängerin hat mir nicht ganz so gefallen vom Stil her. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt auf das Konzert. Wird cool. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich noch ein In Flames Meet and Greet mache, weil die sind ja auch mit dabei. Aber In Flames, ja, weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie zwar Fan der Musik, aber nicht so ein Fan der Band selber, weil viele der coolen Bandmitglieder von damals sind ja mittlerweile bei The Halo Effect und sind ja irgendwie aus der Band raus. Und deswegen ist es irgendwie für mich so der Punkt gewesen, nur wegen Anders Frieden oder so heißt er, glaube ich, dem Sänger da jetzt hinzugehen. Und war für mich irgendwie blöd. Ich hätte dann, wenn sowieso A Sense of Purpose mir unterschreiben lassen, das ist mein Lieblingsalbum von In Flames, und die ganzen Mitglieder, die da teilgenommen haben, sind in der Band schon gar nicht mehr dabei. Das wäre so irgendwie für mich sinnlos gewesen, da jetzt hinzugehen, weil, ja, aus dem Grund, ich finde es immer blöd, das wäre, als wenn man sich eine Sonic Boom von Peter Criss und Ace Frehley unterschreiben lässt oder eine Destroyer von Tommy Sayer und Eric Singer. Macht für mich keinen Sinn. Wenn ich mir von dem was unterschreiben lasse, dann auch etwas, woran sie teilgenommen haben. Also ja, ist so meine Ansicht. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, wie ihr das seht. Jetzt bin ich aber wirklich durch. Keep on rockin'. Tschüss.